Das Weihnachtsoratorium von Bach bringt wie nur wenige Musikwerke die weihnachtliche Seligkeit auf den Punkt. Die schiere Freude, die Aufregung darüber, dass Gott sich der Welt in der Verletzlichkeit eines Kindes offenbart. Dass eines der weltbekanntesten Ensembles quasi gleich um die Ecke liegt und in Trogen die Werke von Johann Sebastian Bach zum Klingen bringt, ist vermutlich wenigen bewusst. Erst kürzlich durfte das Orchester der Johann Sebastian Bach Stiftung in der Thomaskirche in Leipzig, eine der großen Wirkstätten Bachs, am Bachfest die Johannes Passion aufführen. Das gleicht einem Ritterschlag. Dass das Projekt so erfolgreich ist, geht zu einem großen Teil auf Rode Lutz zurück. Er ist der künstlerische Leiter und Mastermind, wenn es um die Interpretation der Werke geht. Auf Initiative von Stiftungsgründer Konrad Hummler sollen alle Vokalwerke Bachs aufgeführt werden. 2006 startete die Stiftung mit der ersten Kantate. 2027 soll das ehrgeizige Ziel mit der letzten Kantate erreicht werden. Da die Stiftung über die Schweiz hinaus MusikliebhaberInnen erfreut, habe ich dieses Gespräch für einmal auf Hochdeutsch geführt. Die Musik wurde mit freundlicher Genehmigung von der Johann Sebastian Bach Stiftung aus St. Gallen zur Verfügung gestellt. Mein Name ist Gabriel Imhof, ich bin Vatergrad Podcast-Host und Bach-Musikhörer. Und nun lade ich euch auf eine Reise mit Rode Lutz, Johannes Sebastian Bach und dem Weihnachtsoratorium ein. Viel Spaß! Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Ja, lieber Rudi, wer ist denn die Johann Sebastian Bach Stiftung? Was macht ihr da? Wir bestehen seit 2006 und vor noch längeren Jahren kam Konrad Hummler auf mich zu und fragte mich, wie wäre es, alle Vokalwerke von Johann Sebastian Bach aufzunehmen und aufzuführen in den nächsten 20, 25 Jahren. Was ist denn die Faszination an Bach, dass man ihn heute noch spielt? Ich glaube, das ist schon ein sehr spannendes Phänomen. Ich würde meinen, er sei einer der zeitlosesten Komponisten. Alle Jahrhunderte, Jahrzehnte, Richtungen interessierten sich für ihn. Ich weiß auch, dass viele Jazz- und Popmusiker ihn sehr verehren und sagen, yes, our John Sebastian. Ich kann es nicht sagen, was es ist. Seine Qualität ist fantastisch. Seine Erfindungsgabe ist irgendwie unerschöpflich. So habe ich es jetzt in den letzten 17 Jahren immer wieder erlebt und ich bin eigentlich täglich mit Bach beschäftigt. Das ist auch das Glück für mich. Es wird mir nicht langweilig dabei, weil ich nie genau weiß, wenn ich die nächste Wundertüte öffne, was dann rauskommt. Denn für mich ist nach der Kantate immer vor der Kantate ein permanentes Hinein sich versenken in die komplexen Linien. Bach ist auch schwer zu hören, auch für mich bleibt er schwierig. Ich glaube, vielleicht könnte man es mit einem Schachweltmeister vergleichen, der kombinieren kann, der weiß, wie welches Thema mit dem anderen eine Verbindung eingehen könnte. Und diese unendliche Neugierde, die ich bei ihm immer wieder entdecke, ist natürlich auch für mich als künstlerischer Leiter, ja, was soll ich sagen, der Garant dafür, dass ich nicht denke, ach, das hat er doch schon dort mal geschrieben, das hat er dort geschrieben. Ich rede jetzt nicht von den Parodien, von der Übernahme weltlicher Sätze in geistliche Sätze, das ist ein anderes Thema. Du hast vorhin schon angedeutet, die Johann Sebastian Bach Stiftung, die hat zum Ziel, alle Vokalwerke des Johann Sebastian Bachs aufzuführen.
Ihr macht das zur größten Zeit in Trogen, mit Ausnahme in Speicher oder während Corona in der Ulmer Halle. Das ist doch ein sehr ambitioniertes Ziel. Erzähl uns doch noch einmal ein bisschen, was das genau bedeutet, dieses Projekt. Also die Beschäftigung mit dem Bachschen Werk, das habe ich vorhin anzutönen versucht. Die ambitionierte Geschichte hängt natürlich von diesem großartigen Engagement Konrad Hummlers ab. Er finanziert unsere regelmäßigen Kantatenkonzerte und sagte, das ist ein Œuvre, das zwar alle wissen, es ist berühmt und großartig, aber viele, viele Kantaten sind eigentlich Fundstücke und für mich und unser Ensemble und unsere Ensembles Erstbesteigungen. Also es ist nicht so, dass man einfach ein Werk an einem Konzertabend aufführt und dann ist es vorbei, sondern bei euch läuft der Prozess über mehrere Jahre, so 20 bis 30 Jahre. Jetzt gibt es Vergleichbares in der Klassikwelt. Ja, wir sind nicht die Ersten und wohl auch nicht die Letzten, die sich zum Ziel gesetzt haben, das gesamte Bachsche Œuvre sogar aufzuführen und aufzunehmen. Was wir vielleicht als Alleinstellungsmerkmal für uns in Anspruch nehmen dürften, ist die Tatsache, dass wir wirklich nur eine Kantate zur Aufführung bringen und die gleich zweimal am Abend. Wir haben zuerst eine Einführung um 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr zusammen mit meinem theologischen Sparringpartner. Nachher gibt es für das Publikum einen Imbiss, ein Glas Wein. Man kann diskutieren, man kann auch sich wiedersehen. Also das, was schön ist, wenn eine Community nach Trogen oder an einen des anderen Orte pilgert. Nachher kommt die erste Aufführung. Da hört man vielleicht, ah ja, ja, genau davon hat Rudolf Lutz gesprochen. Oh ja, dieser Satz, jetzt verstehe ich den besser. Also eine Art von Wiederbegegnung, aber wirklich dann im Gewand, die dadurch entstanden ist, dass Bach seine Leute genau setzt. Wer singt? Ist es ein Sopran? Ist es ein Alt? Sind es diese Instrumente? Dann ist es nicht mehr das Keyboard, sondern es sind dann die Oboen, die das wirklich spielen. Das ist gar nicht immer so einfach, das dann zu wiedererkennen. Und nachher kommt eine Persönlichkeit aus irgendeiner Fakultät. Das kann ein Soziologe sein, das kann eine Dichterin sein, das könnte ein Politiker sein, das könnte eine Religionswissenschaftlerin sein. Die redet dann über den Text, muss den nicht analysieren, aber geht davon aus. Also eine Art von Predigt oder eine Art von Vortrag, Viertelstunde, und nachher hören sich das Publikum die Kantate zum zweiten Mal an. Wenn ich zum Beispiel keine Ahnung von Bach hätte, vielleicht sogar von klassischer Musik, was würdest du mir sagen? Wieso sollte ich mir Bach anhören? Ja, das ist eine Frage. Die Freude an der Musik von Bach ist nach meiner Einschätzung und meiner Erfahrung eine Sache, die eher langsam vor sich geht. Klar, wenn es du Inventionen am Klavier spielst, denkst du, ach, ist das kompliziert, diese Polyphonie, das will nicht in die Hände und die linke Hand will immer das tun, was die rechte tut, aber sollte etwas anderes tun. Und dann irgendwann geht's und dann kann das Erlebnis beginnen. Oder man
geht in die Schule, wie ich das mit der Kantonsschule Trogen jedes Jahr mache, und erzählt diesen Leuten mit Feuer und Flamme von dieser Musik, fragt sie zum Beispiel, hört euch dieses Stück an, würdet ihr euch jetzt etwas vorstellen, ihr wäret Filmregisseurinnen und Filmregisseure, was würde hier ablaufen? Da mag ich mich an eine ganz imposante Begegnung erinnern, das war im Welschen, da habe ich den Anfang der Matthäus-Passion spielen lassen durch eine Aufnahme, dieses mit diesem pochenden Bass. Dann habe ich sie gefragt, was habt ihr für Bilder? Und dann, das war lustig, er hatte so seine Baseballmütze an, nach hinten, war völlig uninteressiert, hat die Beine auf den Tisch gelegt. Also ich musste da, ich habe gedacht, okay, das läuft so bei dieser Schule. Dann hat er aber die Beine runtergeholt und gesagt, ja, ich sehe da den Leichenzug in Auschwitz. Peng, das war dann für mich ein großes Erlebnis. Ich habe gesagt, erzähl noch weiter. Und dann kam über das Bild sozusagen Bach und die Jugend mit ihren großen Kenntnissen, natürlich in der Mediathek, was es da alles gibt, Film und diese Sachen. Ja, dann hat er das dem unserem Publikum gesagt, ich mag mich gut erinnern, wie die Jugendlichen auch sofort da waren. Sie hatten es vielleicht in der Schule mal durchgenommen, es war für sie ein Begriff. Auch hier wieder, es geht immer wieder um die Vermittlung. Und in den Schulen, wenn gute Lehrer und gute Lehrerinnen vermitteln, dann kann was Unglaubliches passieren. Also Unglaubliches. Klar, ich könnte mir auch vorstellen, eine Kantonsschule würde auch eine Passion singen. Und die wären nachher erschüttert, würden ihr Leben lang von Johann Sebastian Bach reden. Das ist wahrscheinlich wie bei gewissen Bergwanderungen. Wenn man sie mal gemacht hat, dann vergisst man sie nicht. Ihr hattet kürzlich ein Konzert in der Thomaskirche in Leipzig. Das ist der Geburtsort, sag ich mal, von den Bachschen Werken, von den Kantaten, zumindest einem Teil davon. Ein Stück weit der Olymp, wenn es um die Musik von Bach geht. Was ging dir da bei dem Konzert durch den Kopf? Ja, das Gefühl, dann dort in der Kirche zu sein, war ein schönes, ein interessiertes Publikum, ein kritisches war da, man spürt ja das. Und dann eine Truppe, die aber mit Inbrunst und Feuer dieses Stück, das wir alle sehr lieben, zur Aufführung zu bringen. Und ich mag mich erinnern, wir waren gar nicht sonderlich stark vorbereitet. Das Stück kennen ja alle. Da muss man es nicht zu Tode schleifen, sondern sagen, okay, das geht, das wisst ihr, wie es geht. Passt bitte im Moment auf. Daniel Johansen, der Evangelist, der die Geschichte erzählt, war 20 Zentimeter von mir entfernt. Und ich konnte sogar mit ihm während der Aufführung reden. Ab und zu habe ich gesagt, so, jetzt gehen wir los. So eine Art von in einem Viererbob fühlte ich mich, und jetzt quasi noch einen Ermutigungsschrei. Aber jedenfalls, ich hatte ein Ensemble im Orchester und im Chor, da konnte ich einfach loslegen. Und ich musste nicht für eine bestimmte Aufnahme mich
konzentrieren, sondern ich konnte sagen, it's like a jazz concert, jetzt gehen wir los. Ich konnte also auch mal ein schnelleres Tempo wagen. Natürlich, die Leute haben gedacht, Gott, jetzt der schlägt ein Tempo an, komm, wir gehen. Und dieses Momentum, dass ich den Eindruck hatte, jetzt sind wir alle wirklich in vollster Fahrt, das sind dann Glücksmomente. Wie erreichst du Exzellenz, ohne die Künstlerinnen und Künstler zu schockieren? Ich glaube schon, dass man ein Ensemble mit Heftigkeit mal angehen kann. Ich kann mal sagen, bitte, das ist langweilig, bring das jetzt. Das geht, glaube ich, schon. Aber besser ist, wenn ich durch mein Können und mein Kennen der Werke einmal als, sagen wir, als Bachsche Autorität akzeptiert werde. Das kann ich nicht darstellen. Das muss dann von den Leuten anerkannt werden. Ein Orchester durchschaut seinen Dirigenten sehr schnell. Bei großen Orchestern, bevor er überhaupt zu dirigieren beginnt. Aber hier geht es darum, durch Kenntnis nicht nur der Noten, sondern Kenntnis der Hintergründe dieser Musik, die Leute ohne große Vorträge zu halten. Das lieben die Orchesterleute ganz insbesondere nicht. Chor vielleicht eher, aber auch nicht. Sie wollen singen, sie wollen musizieren. Dort die wichtigen Weichen zu stellen oder den Hintergedanken zu formulieren, ist hier nicht in dieser Wendung die ta da 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 di da 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 di 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 da ta da di 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 ein Niederstürzen und eine unendliche Traurigkeit drin. So ein Satz kann dann die Leute, man weiß es nie, was es dann ist. Ich glaube, es müssen sehr echte, empfundene Angaben gemacht werden, wo ich jetzt als Dirigent was zu sagen habe. Und sonst, wenn die Konzertmeisterin sagt, hört mal, ihr spielt da, 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 dann sagt sie bitte, ja, da, 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 da. Das kann ich schon mal vorsingen, aber sie zeigt dann vor. Und dann ist es dort ihre Autorität. Und ich glaube, gerade bei Bach lohnt es sich ganz besonders, aber auch in anderen musikalischen Gefilden, dass man jede und jeder an seinem Ort das Maximum herausholt. Und ich als Zugsführer oder als Lokomotivführer schaue, dass die Maschine läuft. Aber die WCs müssen geputzt sein, dass das Weinlager im Sortiment muss vollständig sein, die schönen Angebote von etc., das schöne, alles, was es braucht für einen super Liner der Transsibirischen Expressgesellschaft etc., Johann Sebastian Bach daherfährt. Jedes Detail muss von den Fachleuten, die dort verantwortlich sind, gepflegt werden. Und wenn ich diese Haltung des noch ein bisschen mehr hinkriege, dann glaube ich, kann eine gewisse Exzellenz erreicht werden. Es ist auch nicht immer der Fall. Man versucht immer das Beste. Auch natürlich das Feedback. Man spricht über alles Mögliche nachher. Man muss auch in der Lage sein, einen Fehler zuzugeben. Überhaupt eine Fehlerfähigkeit muss ganz wichtig angesetzt werden. Und da habe ich jetzt als Chef natürlich besonders eine wichtige Vorbildfunktion. Wenn ich das selber tue, dann wird das eher gemacht. Das geht bis ins Büro, das geht bis in die Backstage, das geht um den Bühnenbau. Also eine gesamte We Are Family, wie Leipzig das sagt, ist bei uns wahrscheinlich schon auch, wenn es glückt, die Voraussetzung, dass etwas Fantastisches passiert. Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Ich möchte noch ein bisschen mehr auf deine Person eingehen, Rudi. Und mich nimmt Wunder, wovor hast du am meisten Angst? Lampenfieber werde ich immer oft gefragt. Vor den Delegaten gar kein Lampenfieber. Da könnte ich mit irgendjemandem noch was quatschen und gleich auf die Bühne und dann wäre ich konzentriert. Die inneren Ängste, die ich vielleicht habe, die zeigen sich dann eher im Morgengrauen, wie ich es nenne, zwischen 4 und 6.
Das kennen viele Leute, da wacht man auf und da kommen die komischsten Gedanken, aber die gehen von Pontius zu Pilatus und von Bach bis Gott weiß wohin, wo man sagt, was könnte einem da ängstigen? Und hier sind natürlich diese Ängste, die wahrscheinlich allbekannt sind. Man denkt über vieles nach und denkt, wie kommt das raus, wie geht es den Enkeln? Wie war das? Habe ich was Blödes gesagt? Und dann habe ich das Glück, dass ich eine sehr fröhliche Grundstruktur habe, auch ein Stehaufmännchen bin. Ich bin eine Bühnensau, also ich bin gerne auf der Bühne. Ich werde besser vor Publikum. Das ist mein Glück. Das ist einfach die Veranlagung. Und natürlich, wenn ich da auf die Bühne komme und wir gut gearbeitet haben, dann strahlen die Leute. Und ich glaube, da habe ich dann auch das Glück, dass ich nicht mit einem Ensemble arbeiten muss, das seit 30 Jahren immer gleich ist und wo Leute drin sind, die sagen, ja, ich mache halt jetzt meine letzten 5 Jahre, bis ich pensioniert bin. Das ist hier nicht der Fall. Ich habe eigentlich alles Leute, die ich auswählen darf und die wir zusammenstellen, die auch gerne mit mir musizieren. Jetzt, Bach hat vor allem geistliche Werke komponiert. Bist du in der Zeit der Aufführungen geistlich, spirituell gewachsen? Ja, das ist ein sehr faszinierendes Feld. Die eigene Bewegung, die geistig-geistliche, ist gar nicht so einfach zu spüren, also weil ich nicht mehr weiß, wie ich mich fühle vor 20 Jahren. Durch meine Kirchentätigkeit habe ich mich immer mit den Glaubensfragen auseinandergesetzt. Sicherlich war ich ein sehr tiefgläubiges Kind. Du warst in der St. Laurenzen Organist. Ich war, seit ich 10 bin, Organist. Zuerst im Stephanshorn für die Kindergottesdienste, am Klavier, dann in der lutherischen Kirchgemeinde der Diaspora, der deutschen Diaspora zwischen 13 und 18 Jahren. Dann war ich Spitalorganist, dann mit 23 habe ich 40 Jahre lang an der St. Laurenzenorgel gespielt, habe mich immer interessiert, für was die Pfarrherren und Damen wollten. Ich habe mich auch für die Predigtinhalte interessiert, wurde ein kritischer Mensch bezüglich Glauben. Ich würde sagen, habe den Kinderglauben verloren, mindestens den offensichtlichen, die Wurzel, da bin ich jetzt nicht mehr ganz so sicher. Dann habe ich mich immer wieder auseinandergesetzt mit theologischen Fragen. Die Bach'sche Auseinandersetzung ist natürlich ein tägliches Auseinandersetzen. Wie werden die Libretti der Kantaten in den Bibeltexten verwurzelt, wie bezieht sich das eine auf das andere? Die Frage natürlich, was ist orthodoxe lutherische Glaubenslehre der Zeit zu Bach? Das muss ich auch wissen. Ob ich das dann glaube, ist eine andere Frage, aber es interessiert mich. Ich wurde dann im Verlauf der Zeit zu einem evangelisch-lutherisch angehauchten Agnostiker, also einer, der nicht weiß, da aber nicht behauptet, es sei nicht, also kein Gottesleugner, der aber es nicht sagen kann. Und jetzt würde ich mich eher als gottesfürchtigen Agnostiker bezeichnen. Es wäre schön, das würde bleiben, das würde wachsen, weil ich schon den Eindruck habe, dass die Beschäftigung mit der Bach'schen Musik
für mich ja schon sehr viel mit diesem Glauben zu tun hat, mit diesen Glaubensfragen. Obschon ich der Meinung bin, dass Bach in seiner Art und Weise so viele menschliche Gefühle in seiner Musik anspricht, dass man keineswegs gläubig sein muss oder nicht einmal das Christentum kennen muss, um ja von Bach zutiefst berührt zu werden. Ein unbeschreibliches Gefühl für viele, viele Leute, die zum Beispiel in eine Passion gehen, die nach dieser erschütternden Geschichte dann einfach wie verändert aus dem Kirchenschiff wieder nach Hause gehen. Was ist noch dein Ziel so in den nächsten Jahren bezüglich der Musik, aber auch für dich persönlich? Was liegt dir noch am Herzen zu erreichen in der, sag mal, verbleibenden Zeit? Ziele einerseits bei mir persönlich noch etwas in die Niederungen zu kommen. Als Mensch bekommt man ja etwas mit, eine Umgebung, eine Kindheit. Man bekommt Eltern mit, wo doch viele, viele sagen, naja, mit meinen Eltern war das so eine Sache, ist nicht so ganz einfach. Man nimmt sich Zeit, vielleicht das ein bisschen aufzuarbeiten. Das kann sehr spannend sein, das kann auch lösen. Dann in meiner musikalischen Tätigkeit einzuschränken, Sachen, die ich vielleicht jetzt nicht mehr machen muss, weil ich sie gemacht habe, abschließen von diesen Sinfonien, zum Beispiel meine pädagogische Arbeit an den Hochschulen habe ich dann abgegeben, auch mache eigentlich auch kaum Kurse. Das habe ich abgegeben, dafür komponiere ich noch mehr. Dass ich ja in der Sachfrage Bach so tief wie nur möglich komme, mir über seine Notensetzung Rechenschaft abgeben kann, auch wenn das in meinem Bild zwar vielleicht perfekt aussieht, aber vielleicht der Wahrheit nicht entspricht. Fragen kann ich ihn ja nicht. Und zweitens bin ich sicher, dass er sehr vieles gar nicht wusste, was er alles gemacht hat, weil beim Komponieren da läuft die Maschine, die über die Jahrzehnte gewachsen ist, das Komponistenhandwerk oder das Komponistenkunstwerk ab. Und die Produkte, die stehen dann auf dem Papier. Wenn jemand das wunderbar analysiert, sagt man vielleicht, naja, habe ich das wirklich gedacht? Wobei ich keine Ahnung habe, wie das Hirn von Johann ausgesehen hat. Ich denke jedenfalls sehr komplex und sehr spannend. Und diesen Fragen nachzugehen, nicht nur ist diese Note kurz oder lang, sondern was könnte sie bedeuten? Wie ist das mit dem Text? Wir haben jetzt zum Beispiel eine Kantate vor uns, die ich morgen dann einstudieren darf. Sei Lob und Preis dem höchsten Gut. Das ist eine Choralbearbeitung, die ein sehr schönes Thema hat. Bam, di, badlim, pa, dulim, ta, di, 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 da, da, ba. Fast wie ein Frühlingsblumen tragendes Mädchen, das über eine Wiese schreitet. Woher so eine liebliche Melodie für einen großen, ehrenvollen Lobchoral? Gibt unserem Gott die Ehre, heißt es immer bei jeder Strophe, also quasi als Abschluss. Da habe ich mich kundig gemacht und gefunden in den Büchern, die über das schreiben, 5. Mose 32, wenn es mir recht ist,
ein Gebetssatz, gebt unserem Gott die Ehre, kommt also von daher. Und vorher heißt es, und mein Wort soll triefen wie der Tau am Morgen, irgend so was. Dann habe ich gedacht, könnte es sein, dass Bach diesen Satz, der ja in der Bibel ist und den man kennt, vor Augen gehabt haben, dieses Triefen vor Güte. Keine Ahnung, aber mir hilft, und wenn ich das den Leuten dann sage, hallo, ist das nicht schön, dieser Musesatz, komm, wir musizieren das so. Das kann dann Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie man musiziert. Das ist ja wie in einer fantastischen Predigt oder in einer sakralen Handlung, wenn sowas passiert, wo man sagt, der Mensch leuchtet auf beim Gedanken an das, und das kann dann beeinflussen. So Sachen wären Ziele für mich in der Bachschen Arbeit, dass ich noch mehr Zeit habe, mich in eine Partitur zu versenken. Und da kann man also ewig dran sein. Die sind so komplex und so wunderbar. Und in diesem Sinne auch, da die Sachen weglegen, die ich jetzt vielleicht wirklich nicht mehr muss, zu sagen, ich verzichte auf etwas, um mehr Zeit zu gewinnen. Natürlich das Wunder, wenn man in einer Familie leben darf, die sich sorgenvoll um die Nachkommenschaft kümmert, das erlebe ich jetzt. Und das ist für mich auch ein Born der Geborgenheit und der Freude. Und ja, da bin ich schon sehr dankbar dafür. Schön. Vielen Dank, lieber Rudi, für das Gespräch, deine Gedanken und Eindrücke. Und möchtest du uns noch etwas mit auf den Weg geben? Ja, ich hätte noch einen kleinen Lehrsatz, den man sagen könnte. Es gab früher das Kurzgebet, das wir in der ersten und zweiten Klasse gebetet haben. Mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der schönste Lebenslauf. Amen. Das war unser ja, da mussten wir, jetzt geht's dann los. Wir mussten aufstehen, dann wieder absitzen. Ich würde sagen, mit Bach fang an, mit Bach hör auf, das ist ein guter Lebenslauf. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mehr zu Rudolf Lutz erfahren möchtet, dann schaut vorbei auf seiner Seite www.rudolflutz.ch oder auf der Seite der Johannes Sebastian Bach Stiftung St. Gallen www.bachstiftung.ch. Sämtliche Aufnahmen stammen aus dem Album Weihnachtsoratorium der Johannes Sebastian Bach Stiftung. Es wurde in den Jahren 2017 bis 2020 in der Evangelischen Kirche Trogen unter der Leitung der Gallus Media aufgenommen. Herzlichen Dank für diese Aufnahmen. Hat euch der Podcast gefallen? Dann empfiehlt ihn gerne weiter und besucht uns auf unserer Internetseite www.vatergrad-podcast.ch. Besucht uns auch gerne auf Instagram und TikTok und schreibt uns eure Gedanken, Anregungen und Meinungen zu unserer Arbeit via info@vatergrad-podcast.ch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Vatergrad.